Guten Morgen, Pippels. Ja, weiter geht's. Wir haben 285 Kilometer bis zu meiner Haustür noch. Nein, nicht ganz. Ich habe eine Funkstadt eingegeben, damit ihr nicht wisst, wo ich wohne. Ja, wir sind gerade auf so einem Feldweg. Ich kann gleich mal umdrehen. Radweg zweispurig nannte und das eine nette Local Person, Locals hier. Und wir wollten eigentlich über die. Ups, ich wollte eigentlich nur ein bisschen die, das soll ich machen. Das Ding ist aus und ich raste sie gleich aus. Warum ist denn die scheiß Kamera wieder ausgegangen? Ich hau das zu! Fängt der Tag gut an. Ich weiß jetzt gar nicht, was erwarte ich nochmal. Schneiden. Ja, wir wurden gerade von so einer Einheimischen hier zu diesem Radweg geraten, wo wir da erst nicht lang fahren wollten. Because of, weil da eine Baustelle davor war. Naja, wollten wir Hauptstraße in Weng fahren, ne? Sind nur 4 Kilometer oder Bundesstraße, vorher sind wir auch 6 Kilometer Bundesstraße gefahren. Ach, lass das mal 2 gewesen sein, wären wir jetzt schon da. Naja, wow, 5 Meter asphaltiert gerade. Zeigt euch das jetzt mal. Oh, ich bin so schnell unterwegs, ich kann die Hände vom Lenker machen. Entschuldigung, das ist schief. Ja, so ein Feldweg ist das. Und da hat die uns empfohlen. Und naja, ich weiß, manche raffen es nicht, wie breit man dann ist, wie behindert das ist, mit einem Anhänger so eine Strecke zu fahren. Naja, egal. So, da hinten, wo der Bus lang fährt und der extrem langsame LKW, da wäre dann die normale Straße, aber wir haben es ja gleich geschafft. Naja, ich bin mal sehr gespannt, was heute alles passiert. Ob wir heute noch jemanden treffen. Wir sind ja ganz in der Nähe von 4 Fahrradwagen von anderen. Vom Thomas, Gudo Thomas, ist es knapp. Vom Patrick Felzer E-Bike und seinem Kameraden. Und ja, bestimmt gab es hier noch irgendeine rum, wo wir gar nicht dran gedacht haben. Naja. Wir wollen hier Gas geben heute. Wir sind jetzt auch schon 2 Stunden früher los wie gestern. Und ja, würden ja eigentlich gerne in 2 Tagen ankommen. Das ist natürlich eine riesen Hausnummer. Wir haben jetzt heute eigentlich noch mal gute Höhenmeter. Müssen unbedingt am Ende laden. Müssen in Frühstückspause mal gucken. Weil ich bin ja auch sowas von leer. Sonne sieht überhaupt nicht mehr gut aus. Dass wir über Nacht laden können am Weg. Das ist ja immer mein Ziel. Ich will am Weg laden und nicht Umweg da verfahren. Wir sind gestern mal 1 Kilometer Umweg gefahren, um einen Schlafplatz zu finden. Der Pyro war ja ein bisschen aggro. Gell, Pyro? Was? Gestern war es ein bisschen durch, gell? Ja, war ein bisschen alles passiert. War hier gerade, ging es hier 20 cm runter. Mein Rad ist die ganze Zeit da unten gelaufen. Das ist Einzelradaufhängung. Der Pyro hat gesagt, es war ihm gestern ein bisschen zu viel. Der ist auch als weiter. Ich so, Pyro, es regnet. Alter, willst du jetzt hier nachts im Regen weiterfahren? Dann sind wir mal einen Monitor, Kilometer Umweg gefahren. Und das habe ich ja dann gezeigt, wo wir dann genächtigt haben, so halb unter einem Schrägdach, obwohl es dann gar nicht mehr geregnet hat. Naja. Schleppdach ist es. Wenn es über die Hausmauer hier vorragt. Naja, das Überstand, ist ja wurscht. Da vorne ist auch der Himmel sehr blau. Eigentlich ist kein Regen gemeldet. Wir werden sehen. Ja. Genau, mal gucken, was uns das alles bringt. Sonne geht weg. Also nicht weg, sondern nur aus der Kamera. Leute, bis später zum nächsten Clip. Hofft einfach, dass das Video kurz ist, dann ist uns nichts passiert. Leute, ich bin ein bisschen traurig. Pyro, sein Motor ist jetzt ganz kaputt. Und Pyro muss sich abholen lassen. Ah, die ganzen Autos hier. Ich mache die Kamera schnell, dass man die Kennzeichen nicht sieht. Ne? Aber ich bleibe ja gerade im Bild. Ja, so. Büro lässt sich abholen. Ich habe überlegt, wenn sein Chef ihn abholt, dann kann er mich mitnehmen. Habe ich tatsächlich überlegt, dann bin ich auch relativ safe. Aber naja, ich habe jetzt halt noch viele Kilometer, werde die alleine fahren. Und muss jetzt auch den Pyro schon loslassen, weil sonst verliere ich wertvolle Zeit. Ich hoffe, es klappt alles mit ihm.
Der Patrick, Pfälzer E-Biker und hat auch YouTube-Kanal. Und sein Reisegefährte, die sind hier. Die kamen uns sogar zufällig, hat er uns begegnet. Und dann konnte er Pyro seinen Anhänger abschleppen bis hierhin. Weil Weber-Kupplung, ne? Also Weber-Kupplung haben ist nicht immer schlecht. Und ja, jetzt hat der Pyro halt die ganzen Kontakte da versucht anzurufen. Pyro, willst du Video machen oder nicht? Och, weiß nicht. Muss nicht. Das verstehe ich. Ja, Patrick ist auch am Reparieren. Ja, Patrick, soll ich mal ein bisschen Kanalwerbung machen für dich? Ja, wir machen hier mal so die Abdichtung neu. Da ist Wasser ja. Erwin, was hast du da gemacht? Was hast du da gemacht? Hä? Irgendwo hier läuft Wasser rein. Kann man halt nicht sagen, wo. Ne? Das ist halt immer doof. Ja. Es ist aber im Prinzip kein Problem. Ich denke mal, 2 Stunden kann ich weiterfahren. Ja. Wir haben jetzt ein Harz über das ganze Dach neu gemacht. Fucking übertrieben, Erwin, hast du da. Aber mal richtig. Das druckt man. Lass drucken. Ja. Beste ist die Tür. Ist voll geschweißt, schön dicht, ne? Und dann vom Baumarkt die Dichtung und nicht aus der Autoindustrie. Erwin. Ja. Muss ein bisschen stunk machen. Was ein Klopper, ne? Was ein Panzer. Ja, er weiß das. So, Pyro, letzte Chance. Willst du noch was sagen? Tschüss. Willst du deine Emotionen ein bisschen ausdrücken? Habe ich auch. Ich war auch sehr traurig gerade. Darfst du ruhig ausdrücken. Das gehört dazu. Darf ich es an dir ausdrücken oder an der Kamera? Nee. Du lass es mal gut sein. Ich habe es auch gesagt. Okay. Nee, bin total angepisst. Die Tour ist jetzt beendet für mich. Ja. Weil so ist eine Weiterfahrt nicht mehr möglich. Da kann man nichts machen. Weißt du, Achse haben wir geschafft. Haben wir repariert. Aber so ein Scheißritzel im Motor kriegst du nicht mal in 5 Minuten ja. Oder in einer Stunde. Unfall hast du überlebt, weißt du? Überlebt. Die hat mir die Boxen zur Seite. Ja, aber du weißt, eine halbe Sekunde. Übrigens wollte ich hier noch an dieser Stelle sagen, ich habe den Pyro nochmal um Erlaubnis gefragt, dass ich das reinstellen darf, weil ich wollte es eigentlich nicht nehmen, weil ich mich nicht, sage ich mal, bereichern oder halt die Leute belustigen möchte, weil der Pyro leidet oder gelitten hat. Das dazu. Das macht mich schon ziemlich fertig, ne? Also Pyro, es tut mir echt so leid, weißt du? Ich habe auch so ein bisschen Pipi in die Augen, ne? Ich muss jetzt mal weiterfahren, um mal ein bisschen, ja, das Ziel vor den Augen zu halten, weil ich muss ja auch irgendwie ankommen. Und wenn ich an sowas habe ich auch keinen Bock mehr. Es tut mir so leid, ne? Das ist so scheiße. Also ich jetzt umkehren. Nicht schlafen können, bis ich weiß, dass der Pyro safe ist. Ne? Wenn es auch erstmal dann keine Videos hochladen, weil Pyro hat ja WLAN gehabt. Also es ist richtig scheiße, jetzt hier so alleine weiter. Klar, der Patrick und so, die fahren ja auch die Strecke, aber ich bin ganz andere Fahrweise halt, ne, gewohnt. Mal gucken, ob ich jetzt den Thomas mit dem Modi noch irgendwie treffe oder nicht. Und ich sehe schon wirklich, es bewegt sich auf uns zu, also auf mich jetzt zu nur noch. Und ich hoffe, dass es nur aufsteigende Dünste sind. Ja, und ich glaube aber, dass ich Richtung da fahre und dann nach da weg und der Thomas wieder da hoch. Also ich will nach da unten fahren. Ja, scheiße einfach alles. Jetzt umkehren. So unglaublich, guck mal, wen ich da entdeckt habe. Hat als Anhalter an der Seite gestanden hier. Ja, jetzt gehen sie sich mal durch. Ja, Pyro, voll geil, gehst mal auf Seite dann. Voll geil von deinem Chef, von der Spedition Hofmann. Die haben einen gefunden, der in der Nähe war, dass sie dich abholen konnten und das relativ zügig. Also eine halbe Stunde, glaube ich, nachdem du das zweite Telefonat geführt hast, gell? Nachdem ich das zweite Telefonat, ja. Ja. Und mit Hinblick auf das da hinten, willst du mit mir fahren oder nicht?
Tschüss. Schönen Tag noch. Ja, wie geht's dir jetzt, Büro? Ja, beschissen wegen der Mutter. Ja, aber du fühlst dich doch sicher, oder? Bestimmt. Ja, klar. Ja. Ich kenne ja hier jemand, der mich sicher nach Hause fährt. Das ist gut. Wenn nicht, fahre ich selbst. Ja, in deinem Urlaub darfst du nicht arbeiten. Was? Urlaub ist beendet. Ja. Pyro, das heißt, du machst mir die Routenvorausplanung und guckst, wo ich laden kann. Wenn's. Kann ich machen, ja. Ja. Also ich habe auch nur noch 40 oder so, ne? Und das sieht da nicht gut aus. Mal gucken, wo der. Ui, ein Blitz. Wo der Thomas ist. Ja, was ist mit morgen erst Regen? Aber wenn man mal guckt, wie bewegt sich denn das? Weg von uns eigentlich, ne? Ja. Also vielleicht habe ich ja Glück. Komm, Marcel, fahr mal. Gut, mach's gut. Jetzt kann ich natürlich beruhigt weiterfahren hier. Fahre ich auch A7, dann bin ich schneller da. Ein Tag. Ihr werdet es nicht glauben, ich mache hier Rast, es hat voll geschüttet. Muss ich auch noch gleich vorstellen, wo. Und kriege ich Sprachnachricht. Guck mal, wer da steht. Der Thomas. Und da ist er. Leute, weiter geht's. Ich habe jetzt hier ein bisschen Rast gemacht, hat mega geschüttet. Das Wetter sieht jetzt wieder besser aus. Ich habe so eine super geile Tuning-Werkstatt gefunden. Und zwar Unlimited Car Tuning. Seit 2005 sind die hier. Und die haben hier auch einen richtig geilen Mustang stehen. Ja, das ist ja für mich als Fahrzeugbauer, ist das ja einfach top. Und die haben hier geladen, die haben mir Kaffee gegeben. Richtig super Jungs. Da ist er. Da ist er, der Chef. Moin. Vielen Dank, dass ich hier laden durfte und für den Kaffee. Sehr gerne, kein Problem. Und ich muss es einfach mal hier zeigen, ne? Das ist so wunderschön. So hätte ich gerne meine Werkstatt gehabt. Und hier einfach Traumauto. Könnt ihr übrigens kaufen für 200.000 Euro, wenn ihr wollt. Zu wenig oder zu viel? Top. Thomas, ach, wie ist das mit dem Wälder unterwegs zu sein? Endlich mal wieder mit dem Wälder. Mit dir? Ja, zwei Westerwälder. Ja, wenn Gott bin ich unterwegs. Dann nee, ist ich bin doch kein Gott, wir sind einfach zwei Westerwälder, wo unterwegs sind. Macht aber Spaß mit dir. Ja, es macht richtig Spaß. Es ist richtig cool, den Modi hinterher zu fahren. Vor allem, du fährst genau wie ich. Du fährst genau wie ich, du bremst bei den Hügeln. Nichts gegen Pyro. Ich vermisse Pyro natürlich. Aber der Pyro, der hakt da drüber und ich muss immer aufpassen. Und du bremst schön ab, weißt du, und dann kann ich auch bremsen. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, wenn die Wurzeln kommen oder so. Ne? Ja. Dann wird der hier 3 Meter hoch. Das ist das ja. Bei mir geht das auch in alles rein, das will ich gar nicht. Hier, guck mal den Bach an. Wird vielleicht jetzt ein bisschen gelb. Ja, ja Thomas, ne? Zwei Wälder unterwegs, genau. Alter, gib ihm, Junge. Ja. War schön mit dir, hat eigentlich Spaß gemacht, ja, ehrlich. Wirklich. Ja, finde ich auch. Was ein krasser Tag heute einfach. Ein Tag nach dem anderen krasser als der nächste. Ja, das stimmt. Ich habe gar keinen Bock auf morgen, wenn es so weitergeht. Ja, ne? Du musst aber jetzt noch ein bisschen Berge fahren. Ja, ein bisschen, ein Tag. Und dann geht es nur noch, wenn ich hinter Gelnhausen oder Gelnhausen bin, ist es vorbei, ne? Ja gut, der bringt nichts zu sagen. Ich muss mal gucken, ich fahre jetzt erstmal nach Hahnmünden da runter morgen. Und dann gucke ich mal, ob ich den Weser runterfahre oder die Fulda hoch. Ja, ich fahre ja Fulda. Ja, ich fahre nach Fulda und von der Fulda auf nach Schlüchtern irgendwie. Ja. Ja, das wird schon alles schief gehen, hoffe ich mal. Warum schält alles? Ja, bei dir auf jeden Fall auch. Das rumpelt ganz schön, was du da hinten drin hast. Manchmal, wow, dieser Schläger, ja, Alter. Ja. Da Scheiße. Fällt irgendwas hin und her, ne? Ja, die Flaschen bestimmt, ja, die bestimmt. Getränke. Ja, Thomas. Olli. Gute Heimfahrt. Ne? Gute Heimfahrt, Junge. Mach dir gut. Ja, mach ich dir auch. Oh. Thomas ist jetzt weitergefahren. Du bist zu Hause. Ich muss mal ein bisschen Salzstangen essen. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen. Thomas, das Eis war kacke, glaube ich. Seitdem habe ich Bauchschmerzen. Kann ich jetzt gar nicht brauchen. Noch 231 Kilometer. 40, glaube ich, muss ich noch. 45. Dann habe ich so einen Campingplatz mit der Hoffnung, dass da andere Wohnmobilfahrer sind, weil ich habe die Steckdose nicht. Dann fahre ich dahin und lade nach. Und übernachtet dort auch.
Und dann habe ich halt morgen noch 190 oder so. Ja. Und dann kann ich auch in die Nähe von meiner Heimat kommen und mal gucken, ob, also durchfahren weiß ich nicht, wie es mir geht halt, ne? Ich mache jetzt nur noch so, ich habe noch genug im Akku, um auch mal ein bisschen viel mit dem Motor zu fahren. Weil mir es gerade echt nicht gut geht, aber ich will nach Hause. Macht sowas natürlich nicht, wenn es euch nicht gut geht. Ich kann das so ein bisschen einschätzen. Ich hoffe, es geht weg. Vielleicht muss ich nachher mal ganz plötzlich auf die Toilette, dann ist das halt so. Mal gucken. Ja, morgen Fulda. Morgen so ein halber Tag Berge, würde ich sagen. Und dann ist wirklich, dann bin ich unten im Tal. Ja, ich kann nicht mehr, ne? Das war alles zu viel. Videos kommen jetzt alle erstmal verspätet. Ich brauche mal einen ganzen Tag Ruhe zu Hause, dann mache ich mal alles aus, nur schlafen. Ja, duschen, schön duschen und dann werde ich mal irgendwo mich in ein Schwimmbad verziehen oder so, ne? Weil so geht das ja nicht. Man kann sich ja nicht das ganze Jahr über abplacken und dann in seinem Urlaub sich so das geben, hier mit dem Fahrrad fahren und dann das Fahrradumwagen treffen, das war zu heftig. Zu viele Leute, zu viel Gerede. Kopf, der verarbeitet halt alles nicht, ne? Muss es mal auch mal bedenken, muss auch mal einen Kopf Zeit zum Verarbeiten geben. Naja, egal. Deutschland! Nee, ich habe keine Energie mehr. Gib mir jetzt ein Beifood. Gib mir jetzt ein Beifood oder so noch. Geht gerade ein bisschen besser. Ein bisschen Beifood. Und dann habe ich wieder mehr Energie. Dann kann ich die 40 Kilometer noch fahren. Beifood auf Cola. Mal gucken. Also. Um alles aufzuzeichnen. Mir ist übel schlecht. Ich habe mir den Magen massiv verdorben. Ich war beim Campingplatz in der Nähe, 6 Kilometer von hier. Wir hatten aber zu und da habe ich mehrfach gekotzt. Und jetzt bin ich hier am super Campingplatz. Da war auch der eine mit diesem ganz kleinen Fahrradwagen zum Ausziehen. Und mir geht's gar nicht gut. Ich kann mich kaum bewegen. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe Ladegerät angesteckt. Geduscht. Ja. Tot. Ich hoffe, es geht wieder. Morgen geht's wieder. Das bleibe ich jetzt 2 Tage. Mal gucken. Mal gucken, wie ich heimkomme. Kann nicht mehr. So, guten Abend, Leute. Guck mal an, wer es geschafft hat, hier noch zu mir aufzuschließen und auch ein bisschen auf mich aufzupassen. der Patrick, gute Patrick. Servus. Nicht richtig blende. Und hier der Jonas. Jonas guckt hier Bud Spencer Movies. Nicht dich blenden lassen, Jonas. Aber ich muss, ne? Sonst sieht man nichts. Ja, und die haben sich zu mir gesellt, weil mir geht es auch schlecht. Bin ich ja froh drin, nicht allein zu sein. Aber wir werden wahrscheinlich morgen doch nicht zusammenfahren, weil ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Mir geht es auch wieder ein bisschen besser, muss ich sagen. Also ich habe jetzt geschlafen und ich habe hier Sachen gekriegt. Patrick hat mir Kryotabletten gegeben. Und das hat mich schon ein bisschen wieder hochgehoben alles. Und ich habe hier super bei dem Campingplatz, muss ich auch verlinken. Der ist super, ne? Hier war auch schon einer vom Fahrradwohnwagen-Treffen. Wurde hier super behandelt und gepflegt, sage ich mal. Ja, wir benutzen meinen Teil jetzt ein bisschen zum Laden hier. Haben wir auch einen Adapter gekriegt, den habe ich ja nicht, ne? Und hier liegen jetzt, was weiß ich, 10 Kilowatt Akkus und die werden geladen. Weil ich will ja morgen auch heimfahren. Und ja, da brauche ich halt einen vollen Akku, war ja heute nicht viel Sonne da. Ne? Genau. Auswertung von den Daten gibt es wie immer beim nächsten Video. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bitte, bitte, ihr hofft mit mir, dass morgen das Video, dass das schon nur 5 Minuten hat. Das heißt, dass ich nach Hause gekommen bin. Relativ gut. Wenn das auch wieder so lang wird wie das hier, dann hatte ich auch wieder irgendwas. Kein Bock. Leute, haut rein. Tschüss, abonnieren und liken und so ein Kram nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.